Was ist da hinten? Was hast du hier für Probleme? Kriminalität beim Public Viewing? Das muss ich mir mal aus der Nähe angucken. Wo ist denn das jetzt? So, da kommt das an. Habt ihr jetzt hier... Warum ist hier so Drogenkriminalität oder was? Das will ja auch kaum einer. Was macht ihr hier? Alte Omas beklauen? Das will ja auch keiner hin. Weil die Kriminalitätsrate zu hoch ist. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich das Ding jetzt verschiebe einfach, ob sich das dann ändert. Schieben wir das Ding doch mal da. Irgendwo hin. So, schieben wir das doch mal. Wo ist denn die nächste Polizei? Schieben wir das doch mal hier so hin. Und gucken mal, wie das dann wird mit der Kriminalität. Schwieriges Wort. Um 2 Uhr nachts, ne? So, was brauchen wir wieder? Büros. Ach man. So. Das hier sieht richtig schick aus. Wie passt denn da die Oberschule rein? Die passt da gar nicht rein. Könnte natürlich hier auch noch Oberschule hinbauen, aber wir wollen auch mal ein Wohngebiet bauen und dann könnte man natürlich auch sagen, ach, wir wollen vielleicht will ja da gar keiner wohnen oder soll gar keiner wohnen. Was können wir denn da noch hinbauen? Wo ist denn das überhaupt mit denen? Hier haben wir doch Gewerbegebiet, ob man da nicht so ein großes Einkaufszentrum hinsetzen könnten. Vielleicht auch in der Nähe von so einer Bushaltestelle. Also, vielleicht hier. Was ist denn da schon wieder? Habt ihr auch Kriminalität? Wo ist denn die nächste Polizei? Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Ich verstehe das wirklich nicht. Hier in der Mitte sind noch so große Freiflächen. Also man könnte natürlich jetzt mal sagen, dass man, wo ist denn die Autobahnausfahrt hier für dieses Teil? Aber gar nicht. Hast du dich wieder beruhigt? Ich brauche nur mal mit der Polizei zu drohen, dann gehen die schon weg, die Leute. So, was ist hier? Habe ich das gar nicht umgewidmet? Doch, habe ich. Aber da will noch keiner wohnen. Also, wir wollen immer mehr Büros haben. Ja, dann machen wir doch mal hier so eine ganze Bürokette hin. So, wenn ihr unbedingt Büros haben wollt, bitteschön. Aber es sollen auch ein paar Leute dazwischen wohnen, deswegen lasse ich das da mal frei oder mache da gleich ein Wohngebiet hin, auch wenn im Moment der Bedarf nicht so da ist. Aber ich kriege gerne, wenn ihr möchtet, Bürogebiete, Büro habe ich gesagt, das sollte ein Bürogebiet werden, ja, so. Wird gleich gebaut. Na, prima. 34.900 Einwohner. Ja, wo setzen wir das Mega-Einkaufszentrum hin? Das ist eine gute Frage. Hier ist ja das Urmitzer Gewerbegebiet. Wenn wir jetzt hier einfach mal anstelle... Was ist das? Das ist eine Oberschule. Wie groß ist jetzt dieses Einkaufszentrum?
Wo war es denn hier? Großes Einkaufszentrum. Und dann war doch noch irgendwo eins. Das haben wir alles schon gebaut? Ja, doch. Das ist der Turm der hohen Zinsen. Ach so, den wollten wir ja auch noch bauen. Genau. Der war aber recht teuer, ne? Der kostete 125. Okay, können wir uns leisten. Können wir uns leisten. So. Na, das ist doch mal eine Landmarke hier. Das ist aber wirklich ein richtiges, fettes Hochhaus da, mein lieber Scholli. So, und hier kommen sie auch wieder an mit Polizei. Ja, dann machen wir doch mal so eine kleine Polizeiwache. Ist ja auch in Hamburg auf der Reeperbahn. Warum soll man nicht auch hier in dem Vergnügungsviertel eine Polizeiwache? Ja, die nächsten sind relativ weit weg. Machen wir hier doch mal eine Polizeiwache hin an den Strand fast. So. Ja, also das, der Turm der hohen Zinsen ist also wirklich ein Wahnsinnsteil. Das ist echt eine tolle Landmarke. Sieht man von überall her. Gucken wir mal hier. Sieht man von überall her, sieht man von hier nicht. Wir müssen erstmal auf den Berg gehen und über die Autobahn rüber. So, und da sieht man hier die Stadt liegen. Und da sehen wir dann den Turm der hohen Zinsen und man sieht das Licht am Meer. Ach, ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Guck mal, das haben wir alles selber gebaut. Jahre haben wir dafür gebraucht. Wir sind schon bei 2029, aber dafür geht es eigentlich relativ schnell. Muss ich sagen. Nee, es ist doch schön. Also auch nachts, das wirkt ja richtig toll hier mit diesen Lichtern und alles. Das ist schon mal eine schöne Erweiterung. Ja, das mit der Erweiterung ist, wie gesagt, mit dem Schneefall. Da gibt es ja dann auch die Straßenbahn und so, hatte ich ja, glaube ich, schon gesagt. Und da muss ich mir das doch mal überlegen. Warum gehen jetzt die Einwohner zurück? Sterben da welche oder was? Hallo, mal bitte die Stadtstatistiken. Nö, geht eigentlich aufwärts. Was ist passiert? Neubürger gehen zurück. Okay, Geburtenrate geht zurück. Sterberate geht zurück. Beschäftigung geht zurück. Ja, wir wollen halt verfügbare Arbeitsplätze, geht aber hoch. Stadtbudget. Stadtkasse, die schwankt natürlich gewaltig. Immer mal wieder auf der Autobahn bauen oder nicht. Das ist ja ein Hin- und Her-Gezappel. Touristen sind ordentlich da. Studenten, wo seid ihr? Studenten gehen auch wieder zurück. Warum? Sind die jetzt alle ausgewachsen oder was? Fahrradfahrer? Ah, warum da so ein Gezappel ist hier? Häftlinge, Bürogebiete steigen sehr stark an. Industriegebiete nicht, natürlich Gewerbegebiete, Wohngebiete. Wohngebiete gehen runter, ja, alles klar. Haben wir welche gelöscht? Spiel fortsetzen. Dann geht die Sonne wieder auf. Ja, und hier ist also noch schön, Gebiete sind noch ausgewiesen. Oder wo wir was ausweisen können, das war das Expo-Zentrum. Ja. Genau, Besucher 17, also dafür die solche Riesengebäude da hinsetzen, ist ja schon Wahnsinn. Ja, und ich hätte mehr Leute da auch nicht. Guck mal, so Riesengebäude und da sind nur 19 Besucher. Das ist ja nicht so schön. So, da gucken wir mal, wie das aussieht mit den Buslinien. Ob wir wieder so Chaos haben. Diese Buslinie hier, die
geht mir sowieso so ein bisschen da auf den... Nicht auf den Keks, aber... Da muss ich mal hier, der hat ja hier zwei Haltestellen, das ist ja eigentlich gar nicht nötig. So, nee, ist immer noch da. Achso, die kann ich ja auswählen, genau. Und dann wählen wir doch mal die aus, dann kann ich sie da löschen. Also, stopp. Uff, also sind hier wieder so viele. Das sind die da. Vorige, stopp. Den löschen wir mal hier. Stopp 10. Stopp 10 werden wir mal löschen. Stopp 10 löschen. Wie kriege ich denn eine Station gelöscht? Holding down Shift Key with clicking zoom in, right click to jump to the stop. Und wie kriege ich diesen Stop gelöscht? Jo. Question. 600. Okay, also das ist schon ordentlich. Dann gucken wir mal nach dem. Nach dem da. Der hält natürlich nicht an der Stelle, ist klar. So, der blaue. Hat der auch so viele? Nein, der hat nicht so viele. So, warum sind jetzt bei dem dunkelgrünen so viele? Ja, gucken wir nochmal nach dem dunkelgrünen. Ne, das ist jetzt die hellgrüne Buslinie. Wie komme ich denn zur nächsten Buslinie? Next Line, halt die Schnauze da unten. Bloß weg hier, was ist ein Lärm. Ist ja nicht auszuhalten. So, wo ist denn die dunkelgrüne hier? Da ist sie. Warum wollen so viele mit der dunkelgrünen fahren? Wie viele Busse habe ich denn da eingesetzt? Die dunkelgrüne. So, diese. Next Stop. Ja, die wollen alle da rein, ne? Da gucken wir mal, fahren wir mal mit dem Bus mit und schauen mal. Erstmal müssen wir hier raus. So. Und dann schauen wir mal. Wie sich das da verhält. Also, wir haben jetzt 39 Besucher. Auf der Linie. Ist ja nicht so viel. Wir könnten 80 haben. Ja, die Frage ist halt, wo wollen die Leute dann hin? Diese 800, die da wieder auf der einen Station rumhängen. Okay, ich glaube, wir werden mal hier den Bus wechseln. Und mal einen Bus nehmen, der zurückfährt, dass wir das auch mitkriegen. So ein dunkelgrün, hatte ich gesagt. Ist das ein dunkelgrüner oder ist das ein hellgrüner? Buslinie 2 ist das. Die Buslinie. Nee. Buslinie. Die dunkelgrüne hat welche Nummer? Das kann man hier am besten abgreifen. Das ist die Buslinie 4. Wieso ist das die Buslinie 4? Ich habe doch nur 3. Na gut. Okay. Dann gucken wir mal. Das ist Doppeldeckerbus der Linie 4. Genau. Den wollen wir uns mal angucken. Da sind jetzt 9 Leute drin. Und dann schauen wir mal.
Also das mit der Busspur, das ist ja eine Idee von Gameplay Me oder auch auf dem englischen Let's Play habe ich das auch schon gesehen. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Die vertun sich nicht mit dem normalen Verkehr. So, 12 steigen ein. Wir sind 12. So, dann gucken wir mal. Ja, diese Lampen, das sage ich immer wieder, ne? Die Lampen, die muss man mal... Da muss man mal aufpassen. So, hier ist ein kleiner Busstau, aber das ist auch kein Problem. Gucken wir mal, wer denn hier alles einsteigt. Meine Fresse, guckt euch an, was da für Leute rauskommen aus der U-Bahn. Vielleicht muss ich bei der U-Bahn auch nochmal gucken, ob man da genug... Meine Fresse, da die Brücke. Irrsinn. So, hier kommen jetzt 71 dazu. Der Bus ist voll. So, der Bus hat 80 Plätze. Jetzt wenden wir hier. Und... Es steigen 9 aus. Von den 81 fahren jetzt, von den 80 Leuten fahren jetzt die Leute wie weit? Bis dahin, oder? Hier ist ja auch richtig viel Betrieb an und für sich. Zumindest was das Aussteigen angeht. Ja, 50 fahren hierher. Und wo gehen die hin? Gucken wir uns das mal an. Wo ist der Bus jetzt? Da hinten. So, die Leute, die aus dem Bus aussteigen, die rennen also hier rein in die Stadt. Und hier fehlen natürlich auch noch. Hier fehlt eigentlich auch noch eine Busringlinie hier außen rum auf dieser Seite. Dann weiß ich aber nicht, wie ich sie hier so anbinde. Auf jeden Fall sollte man mal eine der beiden Stationen hier löschen. Wo ist jetzt die? Da ist er. Also. Hier machen wir das mal, dass wir da eine Station löschen. Also vielleicht erstmal stoppen das Ganze und damit wir hier richtig schön üben können. Also die Station hier. Nein, ich muss ja da, so geht das ja gar nicht. Ach, ich muss ja hier unten hin. Ja. So, dann